unendlich schön und extrem gefährdet. Das größte Korallenriff der Welt, es leidet unter dem Klimawandel, der Erwärmung der Weltmeere. Ist es überhaupt noch zu retten? Hier am Australischen Institut für Meeresforschung versuchen sie es zumindest. In Aquarien wird der weitere Anstieg der Meerestemperaturen simuliert und beobachtet, wie unterschiedliche Korallenarten darauf reagieren. Wissenschaftlerin Kate Quigley sagt, wir suchen nach Wegen der Natur, hier im Labor auf die Sprünge zu helfen, denn allein kann sie das kaum noch. Es geht darum, das Riff sozusagen klimafest zu machen. Wir versuchen, Riffe zu züchten, die den Temperaturen widerstehen können, die zum Korallensterben führen. Die klimafeste Superkoralle, ein extrem ehrgeiziges Ziel und ein langwieriger Prozess. Es gibt hunderte Korallenarten im Riff. Kate Quigley ist optimistisch, in einem ersten Schritt wenigstens 3 bis 4 Arten retten zu können. Hier in der Petrischale züchtet sie vielleicht die Koralle der Zukunft. Wir haben Korallen, die die Massenkorallenbleiche im Norden des Great Barrier Reefs überlebt haben, mit Korallen gekreuzt, die diese Hitzewelle nicht ertragen mussten. Wir testen nun, ob ihre Babys eine Korallenbleiche besser überleben können. Keine Idee ist inzwischen mehr zu abwegig. Das hier ist eine Art Sonnencreme, ein Film aus Naturmaterialien, der für 24 Stunden Sonnenlicht absorbieren kann, bevor er sich wieder auflöst. Ein extrem aufwendiges Verfahren, doch inzwischen klammern sich die Wissenschaftler an jede Hoffnung. Natürlich ist das keine Methode, mit der man das ganze Great Barrier Reef retten kann. Aber es ist eine der Möglichkeiten, die wir haben, um vielleicht besonders wertvolle Gebiete für den Tourismus zu schützen. Eine Fläche von 1 Quadratkilometer etwa, wo man Korallenbleiche verhindern will. Das Great Barrier Reef aber ist in etwa so groß wie Italien. Es passiere zu wenig und zu spät, sagt Korallenforscher John Brody. Er glaubt, dass alle Rettungsmaßnahmen letztlich nicht viel bringen. Kurzfristig ist das Riff verloren. Vielleicht erholt es sich in ein paar hundert Jahren, aber nicht jetzt. Es wird weltweit nicht schnell genug gegen den Klimawandel vorgegangen, um den Anstieg der Meerestemperaturen von mehr als 2,5 Grad zu stoppen. Kein Korallenriff der Welt kann das wirklich gut überleben. Die bunte Vielfalt des größten Korallenriffs der Welt. Manche Wissenschaftler fürchten, dass es sie in ein paar Jahrzehnten nur noch als Miniatur gibt, im Forschungsaquarium.